Hey Leute, willkommen zum Green Special der Favoriten. Und ich weiß, der meine ich schon ein bisschen her, aber das Favoriten-Video gibt es trotzdem. Und ich habe nicht da ein paar gesammelt im letzten Monat. Und die will ich euch jetzt zeigen. Und genau, es gibt eine grüne Version dieses Mal. Das heißt, also alle Produkte sind grün und gleich geht's los. Warum alle Produkte grün sind, ist eher Zufall, aber es harmonisiert einfach. Und auch wenn der Mai nicht so warm war und nicht so viel mit Sommer zu tun hatte, haben die Produkte wenigstens ein bisschen sommerliche Züge in sich und ja, vereinen das, was man vielleicht vermisst hat. Und wir fangen an mit dem ersten Favoriten. Das ist grüner Spargel. Und ja, ich habe grünen Spargel in letzter Zeit öfters gemacht und das Schöne ist einfach, er geht so schnell, weil man ihn nicht schälen muss und höchstens vielleicht, wenn er jetzt so ein bisschen älter oder größer schon ist, dass man unten so ein bisschen die Stränge da schält, aber an sich kann man den einfach gleich schnell ins Essen machen und dann ein bisschen anbraten oder kochen oder wie auch immer und dann ist er genauso schnell weich wie der weiße. Und auch in Amerika kennt ihn zum Beispiel nur den grünen und ich habe auch gelesen, dass er in Deutschland immer mehr zum Trend wird. Man sollte natürlich den Weißen nicht, also ich finde den Weißen auch sehr lecker, aber ich finde es schön, wenn man so Alternativen hat und wenn man halt schnell mal was kochen will oder so, was irgendwie nur 30 Minuten dauern soll oder so, weil man abends nach Hause kommt und keine Zeit hat, dann kann man eben diesen grünen Spargel sehr gut verwenden und am Wochenende gibt es dann den Weißen. Genau, das ist der Favorit Nummer 1. Favorit Nummer 2, es raschelt so ein bisschen, sind diese Edamame. Ich habe die beim Japaner mal gegessen. Und fand die wirklich lecker und überraschend gut. Und ja, und dann habe ich mir die selber mal gekauft. Und finde die also als Alternative auch abends im Vergleich zu Chips oder so, sind halt wesentlich gesünder. Ja, gut, klar ist auch ein bisschen Salz dran, aber man kann sie schön snacken irgendwie und beim Fernsehen gucken oder was man auch immer dann macht. Und eigentlich ist es ganz einfach, die sind gefroren, die gibt es beim Asialaden eigentlich, bei jedem im Gefrierfach. Und ich mache die immer so einen Topf voll mit Wasser und dann hänge ich dann Sieb rein. Und da mache ich dann die Edamame, die ich möchte und lasse dann die so an, also Dampfgaren, sage ich mal. Und das Wasser kochte dann und der Wasserdampf steigt hoch und dann werden die weich. Allerdings habe ich es mal zu lange drin gelassen und dann ist dann die Schale auch so weich geworden. Und dann, man isst die ja so, also man nimmt die so in den Mund und versucht dann mit den Zähnen diese relativ jungen Sojabohnen rauszuziehen. Und das hat dann nicht mehr so gut geklappt, weil die dann so weich waren und die Schale hat sich dann mit aufgelöst und die war dann auch im Mund und das war nicht so geil. Aber an sich kann ich die empfehlen und genau, ich habe leider noch keine frischen gefunden. Also wenn ihr welche oder wisst, wo es frische gibt, dann schreibt es doch in die Kommentare. Weil ich hatte mit einer auf Instagram kürzlich geschrieben und die hat mich gefragt, ob ich schon mal welche gefunden habe und so, da musste ich leider auch verneinen. Und ich habe auch noch keine Bio gefunden, also keine Bio-Edamame. Was mir jetzt aber nicht ganz so wichtig ist, aber frisch wäre mal ganz geil. Aber es geht auch wunderbar, wenn es gefroren ist. Und so sind die wenigstens ja, von der Qualität ja auch ganz gut, wenn die sofort eingefroren werden. Genau, das ist der Favorit Nummer 2, auch grün. Favorit Nummer 3 ist dieses Lush-Gel. Dieses Duschgel von Lush. Gras heißt es. Und. Also ich benutze es schon seit mehreren Jahren und ich finde es aber immer wieder schön, es im Sommer zu verwenden und es ist so, es riecht so nach einer frisch gemähten Wiese, so ein bisschen maskuliner, ein bisschen würziger, also ich weiß nicht, ob es jetzt Frauen auch so anspricht, aber ja, es ist einfach so, es erinnert nach Sommer, Land, Alpen und ist so schön grün. genau, aber ich benutze es wirklich gerne und ist vegan, genau. Angeblich soll es nach Waldspaziergang riechen. Aber ich finde erst, es riecht nach so Wiese. Ja. Man könnte einen Purzelbaum im Heu machen. Dann kommen wir zum nächsten Favoriten. Das ist dieser Smoothie von Harvest Moon. Und was ist da eigentlich drin? Ich lese es mal kurz vor. Traube, Orangen, Apfel, Pfirsich, Mango, Banane, Limette, Spirulina, Chlorella, Weizengras, Gerstengras, grüner Tee und Hagebutte. Alles Bio. Und der schaut jetzt nicht so geil aus von der Farbe. Allerdings finde ich den super lecker. Ich habe den, also der kostet auch viel. Also da habe ich mir mal gedacht, ich gönne mir mal heute was und habe den gekauft, weil der kostet irgendwie, das sind wie viel? 300 Milliliter und kostet 3 Euro. Und dann habe ich den aber probiert und da dachte ich, wow. Weil ich mag es, wenn der
wenn so grüne Smoothies, wenn die so ein bisschen auch Säure haben, also wenn da irgendwie Limette oder Zitrone drin ist und so, das mache ich auch privat, also privat, aber das mache ich, wenn ich zu Hause einen mache, mache ich das auch immer mit rein, weil dann finde ich es einfach frisch und dann schmeckt es mir auch. Und genau, kleiner Tipp, falls du keinen grünen Smoothie magst, mach mal Zitrone oder Limette rein und probier es dann auch mal. Und der ist so interessant gut und so ein ganz anderer Geschmack und natürlich auch nur ausgetrunken, weil es wirklich nicht viel. Aber wenn man sich mal was Schönes gönnen will, dann darf es ruhig der sein. Und ich finde den richtig gut. Ich habe mir den schon mal nachgekauft und ja, ein kleiner Favorit für mich. Aber mit großen Werten, großen inneren Werten. Und nun zum letzten Favoriten, das ist ein Sprossenglas oder, ja, ich nenne es Sprossenglas. Und das habe ich schon ein bisschen länger, allerdings hat es im Winter so einen kleinen Schlaf betrieben und ich habe es irgendwie nicht benutzt. Und jetzt erst in letzter Zeit wieder für mich entdeckt und ich war ganz fasziniert, weil ich hatte früher mal Sprossen drin gemacht, so hatte ich von Alnatura oder so milde Sprossenmixe und fand ich nie so richtig gut, weil die einfach so scharf waren, so zu würzig. Und ich hatte aber auch Alfa-Alfa und habe das jetzt wieder im Mai jetzt benutzt und reingemacht. Und das ist einfach gut, weil es einfach sehr mild ist, aber man kann es überall drauf machen, auf ein Frühstücksbrot, auf asiatische Gerichte, in Smoothies könnte man das mit reinmachen. Und es ist halt super einfach, weil du damit einen Teelöffel oder einen Esslöffel besser gesagt von diesen Samen da reinmachst, damit Wasser aufgießt, dann lässt man das so 6 Stunden stehen oder so, das steht auf der Verpackung drauf. Lässt es einweichen, muss aber auch nicht so genau sein, also wenn es ein bisschen länger oder kürzer ist, hat bei mir immer funktioniert und dann gießt man das Wasser ab und dann macht man so einmal bis zweimal am Tag, dass man dann wieder Wasser reinfüllt und dann so ein bisschen schüttelt und das wieder abgießt, also dass die feucht bleiben und dann keimen die irgendwann und nach so, ich schätze mal so, ja, wir wissen so 4 Tage sind, oder 4 bis 6 Tage, sind die dann fertig und dann kann man die wunderbar essen und verzehren. Und das ist halt schön, weil man die zu Hause in der Küche anziehen kann und die stecken halt so voll mit Proteinen und Eiweißen. Und das ist natürlich schön, wenn man sowas selber anziehen kann und das finde ich immer ganz schön. Ich wurde mal belächelt, als ich mir das gekauft habe als Hausfrau. Aber ich stehe dazu. Das war mein letzter Favorit. Genau, und schreibt mir doch in die Kommentare, was euer Favorit war im Monat Mai. Und wenn ihr Anregungen habt oder Wünsche, sind die auch sehr gerne gesehen. Und ich würde mich über einen Daumen hoch freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, tschüss! So, das ist jetzt mein Abendessen. Das sind glutenfreie Spaghetti. Und ich habe die noch mit einer Tomaten-Ingwer-Zitronensoße gemacht.